Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen heute über das Thema Kundenbindung und Kundenloyalität. Was du da beachten kannst oder vielleicht auch solltest, erfährst du heute. Abonnier uns auf jeden Fall, gib uns schon mal ein Like und aktiviere die Glocke, dann verpasst du nichts mehr. Und dann bis gleich. So, wir sprechen heute über das Thema Kundenbindung und Kundenloyalität. Warum ist das wichtig, beziehungsweise warum bin ich der Meinung, dass es wichtig ist? Ich führe bei uns bei der A&M die Kundengespräche, das heißt, in den letzten Jahren habe ich jeden Tag mit dutzenden Partnern aus den Branchen Fachhandel, Handwerk gesprochen. Und eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass genau diese beiden Punkte oder zusammengefasst ja irgendwo das Thema Kundenbindung, Kundenloyalität nach dem Kauf, die werden einfach nicht so beachtet, beziehungsweise nicht so stark, wie sie könnten. Ja? In anderen Branchen ist das ganz anders, wenn man jetzt zum Beispiel über allgemeine Dienstleistungen spricht oder vielleicht auch im Softwarebereich überlegt, da ist das Thema natürlich viel, viel präsenter, weil es auch ein bisschen leichter ist, weil man immer in der laufenden Betreuung meistens mit den Partnern ist. So, wenn du jetzt zum Beispiel im Fachhandel unterwegs bist, dann verkaufst du ja vielleicht eine Küche oder ein Terrassendach und dann, das ist zumindest der Gedanke, passiert nichts mehr. Ja? Das ist aber kein guter Gedanke, weil letzten Endes ist es eigentlich Aufgabe eines jeden Unternehmens, Kunden langfristig an einen zu binden. So, wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man halt meistens einen großen Auftrag macht und danach dann eher nichts mehr. Aber es gibt trotzdem Wege und Mittel, das Ganze ein bisschen zu fördern. Und ich will dir jetzt mal sagen, was du grundsätzlich davon hast. Natürlich wird jemand, der jetzt ein Terrassendach bei dir kauft, der würde nicht nächstes Jahr nochmal eins bei dir kaufen, weil das braucht er nicht. Zumindest nicht, wenn du ein gutes Terrassendach verkauft hast. So, und es geht bei dem ganzen Thema einfach darum, dass Leute in deiner Region gut über dich sprechen, dass sie dich im Kopf haben, weil jeder, der jetzt mal ein Terrassendach gekauft hat, der lädt seine Freunde ein. Ja? Die sagen dann, Mensch, schönes Terrassendach, ja, habe ich von der und der Firma. Und je besser du bei den Leuten im Kopf bist als Unternehmen, desto eher werden die dich weiterempfehlen. Ganz einfach. So, du hast den Vorteil mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung im Fachhandel, dass du in privaten Haushalten zu sehen bist. So, diese privaten Haushalte haben in Anführungsstrichen Laufkundschaft in Form von Freunden und Bekannten und die können halt jederzeit über deine Produkte stolpern. Und es macht dann natürlich Sinn, wenn diese Kunden, deine Kunden, die Freunde von diesen Bekannten, wenn die eben gut über dich reden, wenn die dich immer gut im Kopf haben. So, das, wie gesagt, ist, denke ich, klar. Und das ist natürlich auch 3 Monate nach dem Verbau von so einem Produkt, ist das wahrscheinlich auch noch gegeben. Aber ist es vielleicht auch 3 oder 4 Jahre danach gegeben? Also hinterfrag vielleicht mal wirklich, hast du mit manchen Kunden sowas wie eine gute Kundenbindung über 3 oder 4 Jahre? So, die Antwort wird wahrscheinlich nein sein, weil, wie gesagt, ich spreche regelmäßig mit unseren Partnern, die wenigsten machen das. Und von daher, wie gesagt, ist das ein essentielles Thema. Was hast du davon? Noch mehr natürlich Empfehlungen. Ja, Leute empfehlen dich weiter. Du kriegst faktisch gesehen Umsatz damit. Also es ist, wenn man so möchte, eine Art von Vertriebsaktivität, vielleicht auch Vertriebsvorbereitung, wenn du dich um deine Bestandskunden kümmerst. Von daher ist das ein essentielles Thema. Ja, einfach loyale Kunden zu haben, auch 3, 4 Jahre, nachdem sie das letzte Mal bei dir quasi Geld ausgegeben haben. Und was du auch nicht vergessen darfst, so ist es zumindest bei den meisten unserer Partnern, es ist ja nicht immer mit diesem einen Auftrag getan, gerade beim Thema Terrassendächer. Wir haben unzählige Möglichkeiten, Seitenverkleidung nachzurüsten. Wir haben unzählige Möglichkeiten, vielleicht nochmal einen anderen Anbau zu machen, zumindest unsere Partner. Also du kannst da schon eine Menge noch an Upsell-Potenzial letzten Endes erfahren. Die meisten, die jetzt im Bauelementbereich unterwegs sind, machen zum Beispiel auch Fenster, Türen. Auch da gibt es Möglichkeiten. Also wenn du da mal einen Kunden hast und der ist zufrieden mit dir und er braucht in 4 Jahren Fenster und du hast bis da eine gute Beziehung geführt, dann wirst du wahrscheinlich diesen Auftrag auch bekommen, ganz einfach. Bei Küchen ist es so, dass vielleicht mal, vielleicht nach mehreren Jahren, 4 oder 5 Jahren, der Kunde möchte Fronten nachgewechselt bekommen haben, weil die vielleicht nicht mehr so modern sind, kann ja passieren. Der Kunde braucht vielleicht ein anderes Elektrogerät. Der Kunde braucht vielleicht nochmal eine kleinere Küche für einen anderen Raum oder wie auch immer. Das kann natürlich auch alles passieren. Also du steigerst damit einfach die Chancen, nochmal was bei dem Kunden zu verkaufen, wie gesagt, wenn du die Möglichkeit dazu hast. So, und jetzt die Frage, wie mache ich das Ganze überhaupt? Also was muss ich tun, damit der Kunde mich immer positiv im Gedächtnis sozusagen behält? Die erste Sache, die relativ Standard ist, die auch die meisten Unternehmen, würde ich sagen, umsetzen, sind sowas wie Geburtstags- oder vielleicht auch Weihnachtskarten. Ich habe da bei mir im privaten Umfeld, persönlichen Unternehmen, da habe ich mal ein Handy gekauft, das ist schon Ewigkeiten her, also das Handy habe ich tatsächlich auch gar nicht mehr. Aber ich bekomme jedes Jahr von denen eine Geburtstagskarte und die ist sogar handgeschrieben. So. Das Unternehmen habe ich immer im Kopf, wenn ich gefragt werde nach Elektroartikeln. Ich werde immer dieses Unternehmen weiterempfehlen. Ich habe Ewigkeiten schon kein Geld mehr bei denen ausgegeben. Aber ich sage das, weil die mir jedes Jahr so eine kleine Postkarte schicken und mir zum Geburtstag gratulieren. So, das war's. Da ist ein Bild vom Chef drauf. Ich freue mich immer, wenn ich die habe. Manchmal habe ich sogar Geburtstage, wo ich dann sogar darauf warte, dass sie am nächsten Tag kommt. Das ist so simpel und so effektiv, weil, gut, ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, wie viele meine Empfehlungen dort gekauft haben. Aber selbst wenn es 1 oder 2 sind,
hat sich diese Aktion schon mehr als rentiert. So, das ist super mächtig, gerade wenn es regelmäßig über einen langen Zeitraum passiert. Wenn du jetzt die Geburtsdaten nicht hast, wobei eigentlich müsstest du die immer haben, kannst du natürlich sowas wie Weihnachtsaktionen machen, Osteraktionen. Muss auch nicht immer eine Karte sein, man kann da auch bei manchen Kunden, wo man jetzt eine besonders gute Kundenbindung erwartet oder haben möchte, kann man noch ein bisschen mehr machen, aber zu solchen Sachen kannst du eigentlich immer was machen. Die zweite Sache ist tatsächlich, den Kunden auch einfach mal anrufen. Ja? Spricht überhaupt nichts dagegen. Also klar, wenn der Kunde es nicht möchte, würde er dir das sagen, aber gerade wenn du jetzt so eine Terrassennacht zum Beispiel hast und ihr habt vielleicht mal über Seitenverkleidung gesprochen, ruf in 3 Monaten an, frag, was mit den Seitenverkleidungen ist. Kunde sagt nein, ruf wieder in 3 Monaten an. Wie gesagt, wenn der Kunde es nicht möchte, würde es dir irgendwann sagen. Und er würde dich immer im Gedächtnis behalten. Selbst wenn er nein sagt, kannst du mal fragen, okay, wie sieht es denn aus? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Terrassenüberdachung? Ist da sonst irgendwas passiert, was wir nochmal in Angriff nehmen sollten? Einfach das Thema Qualitätskontrolle. So, und das ist auch der nächste Schritt, wenn du jetzt sowas wie eine Küche zum Beispiel verkaufst, ja, oder irgendeine Heizung, wie auch immer. Ruf die Leute an. Frag, ob sie weiterhin zufrieden sind, ob es irgendwas gibt, was die Leute gestört hat. Das kann 6 Monate auch später passieren. Wenn du eine Heizung verkaufst, es ist aktuell sehr kalt in Deutschland, ja, dann frag, ob die Heizung noch vernünftig heizt. Es klingt wirklich banal, aber du wirst dich wundern, was das beim Kunden auslöst. Es ist ein Gespräch, es dauert 1 Minute, das kannst du problemlos führen. Frag dich, was das beim Kunden auslöst. Und das ist ein extrem mächtiges Instrument, das wirst du merken. Und die letzte Sache, die ich dir noch mitgeben kann, das ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal, ein Level weiter. Das muss nicht jeder machen, aber ja, wir haben bei unseren Partnern einige Leute, die das machen. Du kannst den Leuten Inhalte zur Verfügung stellen, die sie konsumieren können. Das können Artikel sein, die du vielleicht schreibst über dein Produkt. Das können Bedienungshilfen sein, in Form von Artikeln auch wieder oder eben auch, und das ist extrem wertvoll, Videos. Es gibt heutzutage die Möglichkeit, mit sehr wenig Aufwand, mit sehr wenigem technischen Know-how, sowas wie einen kleinen Mitgliederbereich zu machen und dort Videos hochzuladen. So, das kannst du als Geschäftsführer machen, das kannst du als Fachkraft natürlich auch machen, wo es vielleicht auch einfach darum geht, dem Kunden vielleicht nochmal zu danken, dass er bei dir Kunde geworden ist, dem Kunden weitere Informationen mitzugeben, den Kunden auch einfach so ein bisschen up-to-date zu halten. Gerade beim Thema Heizung oder von mir aus auch in der Photovoltaikbranche ist es ja so, dass sich aktuell 2023, 2022 extrem viele Dinge geändert haben. Also, du kannst tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen krass in Anführungsstrichen, aber du kannst tatsächlich so ein kleines Newsportal machen, wo du von mir aus einmal im Monat irgendwas hochlädst, was relevant für diese Branche ist. So. Du wirst natürlich nicht alle Kunden dazu bekommen, dass sie das konsumieren, aber ein Teil der Kunden wird es machen, gerade wenn für die was dabei rausspringt. Wenn wir jetzt von irgendwelchen Förderprogrammen bei den Photovoltaikanlagen zum Beispiel sprechen, sind das ja Informationen, die du deinen Bestandskunden geben solltest, ja? Hier ist es natürlich so, die Kunden werden die Informationen irgendwoher wahrscheinlich bekommen, wenn sie sich dafür interessieren. Aber es ist einfach schön, wenn sie die Informationen als erstes von dem Unternehmen bekommen, wo sie auch ihre Anlage gekauft haben. Weil dann bist du nicht mehr irgendein Händler, der irgendwann mal Produkt teurer verkauft hat, als er es eingekauft hat, sondern du bist wirklich für ein Thema ein Partner, für einen privaten Haushalt, für einen Kunden. Und das ist letzten Endes das Ziel, was wir anstreben mit dem Thema Bestandskundenbetreuung und ja einfach Loyalitätsförderung, wenn du es so möchtest. Genau, und das sind eigentlich die Tipps, die ich dafür dich habe. Also wie gesagt, ein extrem mächtiges Instrument wird von den wenigsten leider Gottes umgesetzt, aber du merkst vielleicht auch 2023, die generelle Marktlage ist ja nach wie vor so ein bisschen unsicher. Die Nachfrage geht in manchen Branchen auch schon ein bisschen zurück. Und wer es jetzt schafft, seine Bestandskunden vernünftig zu betreuen und zu halten und zu pflegen für die nächsten Jahre, der hat einfach ein super Asset, was andere Unternehmen nicht haben. Und deswegen solltest du jetzt damit anfangen, spätestens. Wenn du dazu weitere Fragen hast, komm auf uns zu. Besuch gerne unsere Homepage, schreib uns hier einen Kommentar und dann werden wir dir beantworten. Ansonsten viel Spaß bei den weiteren Videos und bis dahin. Ciao.